Ich freue mich sehr, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger heute hier zu haben. Ich bin seit 20 Jahren auch in der Branche und so lange wie das Linux-Magazin eben auch. Und war immer eine Begleiterin in dieser Zeit. Und im Gegensatz, also es steht vielleicht in Sachen Ministern 6-2 für das Event nebenan, aber in Sachen Kompetenz, was Internet, Datenschutz, Verbraucherrechte und so weiter angeht, da können die uns gar nichts vormachen, im Gegenteil. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen und bitte, die Bühne gehört Ihnen. Sehr geehrter Herr Ganten, sehr geehrter Herr Müller, sehr geehrter Herr Steffen, ehemaliger Kollege aus dem Justizbereich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben. Bis zum letzten Jahr saß ich da drüben, aber da waren wir ja nicht in Hamburg, sondern in anderen Städten und habe an dem IT-Gipfel der Bundesregierung teilgenommen. Und Sie haben recht, Open Source, Business, Software, die ganze Fragen, die sich um Open Source herum ranken, die finden da bisher leider nicht statt. In der Koalitionsvereinbarung 2009 stand drin, Open Source zu stärken, zu fördern. Das war mühsam gewesen, so ein Sätzchen in die Koalitionsvereinbarung hineinzubringen. Aber ich bekenne hier ganz offen, es hat dann auch nicht zu tragfähigen, sichtbaren Entwicklungen und Lösungen geführt. Da gibt's dann doch den Kampf um Bestehendes, und da ist es immer schwieriger, wenn man mit anderen Ansätzen hinein möchte. Ich denke, ein Ziel sollte vielleicht sein, in ein paar Jahren sollte Ihr IT-Gipfel, Ihr offener IT-Gipfel ein unersetzbarer Bestandteil des IT-Gipfels der Bundesregierung sein. Dann, glaube ich, hätten wir in Deutschland wirklich richtig was erreicht. Ich bekenne, dass ich als Liberale den lebendigen Wettbewerb für Innovation und Kreativität für wichtig und nicht für ein Unterdrückungsinstrument der freien Marktwirtschaft halte. Und wir brauchen deshalb gerade Open Source. Wir brauchen diese Entwicklungen, diese Technik, diesen Ansatz und die damit verbundene Strategie mit Transparenz, mit Kreativität, mit einfacher Nutzung, Verwendung und Gestaltung eben den Wettbewerb auch zu befördern. Die EU-Kommission hat die wirtschaftliche Bedeutung von Open Source für Europa untersucht seit 2006, festgestellt, dass der Marktanteil insgesamt zunimmt, dass die Förderung gestärkt werden sollte, aber ich glaube, es hat sich auch noch nicht so richtig bisher in der digitalen Politik der Europäischen Kommission niedergeschlagen. Und insgesamt, glaube ich, müssen wir ja einen Trend feststellen, nämlich den zur Marktkonzentration. Sie haben es genannt, Herr Ganten, in bestimmten Bereichen. Das führt auch zur Dominanz einiger weniger global agierender Konzerne im Suchmaschinenbereich, Software bei Vertrieb und mobilen Endgeräten, um nur einiges zu nennen. Und ich denke gerade, Sie mit der Open Source Business Alliance, Sie sind jetzt ja nicht gegen handlungsfähige Konzerne, aber da natürlich auch der Einzelne einen besseren Zugang haben soll, Transparenz eben einen anderen Stellenwert hat, ist, denke ich, Ihre Philosophie und Ihre Strategie gerade nicht auf eine einseitige Dominanz von weiten Marktanteilen ausgerichtet. Und ich denke, auch deshalb ist Ihr Ansatz so wichtig. Ja, der IT-Gipfel findet hier hinten statt. Und der Wirtschaftsminister, der jetzt ja zitiert wurde mit seinem Grußwort, lehnt ja eigentlich diesen IT-Gipfel ab. Er wollte ihn ja gar nicht stattfinden lassen, obwohl ja wirklich ein Blick auf die deutsche und europäische Entwicklung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik zeigt, dass es riesigen Nachholbedarf gibt. Industrie 4.0 drückt als Schlagwort die vierte große industrielle Revolution aus, nach Dampfproduktion und Automation. Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation rechnet bis 2020 mit weltweit 50 Milliarden vernetzten Endgeräten. Maschinen werden nach dem Industrie 4.0-Vorstellungen untereinander mit den Bedienern im Einzelfall digital kommunizieren.
Die Informations- und Kommunikationstechnik wird danach natürlich alle künftigen Geschäftsmodelle dominieren. Und ein leistungsfähiger Hightech-Sektor kann zum Innovationsmotor werden, den Europa im globalen Wettbewerb dringend braucht. Also, es gibt große Chancen und Perspektiven auch in Europa. Und es gibt, meine Damen und Herren, die Notwendigkeit, natürlich auch die Risiken zu sehen, die in einer vollständigen Vernetzung von Menschen, Prozessen und Dingen liegen, mit der neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäfte ermöglicht werden sollen. Mit der digitalen Agenda, sie ist schon erwähnt worden, der Bundesregierung, will sie sicher das Internet, von der Bundeskanzlerin 2013 noch als Terra Incognita bezeichnet, erschließen. Die Große Koalition erhob diese digitale Agenda, im August vorgestellt, ein Jahr nach Bildung der Koalition, zum Vorzeigeprojekt. Und es werden, es ist gesagt worden, auf 40 Seiten viele Einzelprojekte aufgelistet. Und als frühere Ministerin weiß ich natürlich, wenn drei Minister zuständig sind, muss man schon erstmal sehr viel Zeit auf die eigene Koordinierung verwenden. Deshalb wird jetzt ein Steuerungskreis, digitale Agenda, eingerichtet, um die ministerielle Selbststeuerung zu verbessern. Ob damit schon gesagt worden ist, was gesteuert werden soll, das bleibt doch noch mal offen oder eher im Ungefähr, was bei Neuland vielleicht nicht so ganz anders erwartet werden kann. Es gibt ja auch erst seit 17 Jahren Google, seit 98 die Open-Source-Initiative, seit 12 Jahren Nachrichtenportale, seit 10 Jahren Facebook, 9 Jahren YouTube und 2013 hatten erst 2,3 Milliarden Menschen auf der Welt einen Internetzugang. Aber Ironie beiseite, die digitale Agenda nennt einige wichtige Projekte mit Handlungsbedarf, wie den Breitbandausbau, obwohl ich ehrlich gesagt das nicht mehr hören kann, weil egal wo man hinkommt, wird seit Jahren über den Breitbandausbau mit dem Ziel schneller Internetanschlüsse für nahezu alle Haushalte und natürlich für Firmen propagiert, jetzt bis 2018. Da muss man nur mal darüber reden, das habe ich selbst erlebt, auch in Bayern in der Koalition, wie soll das finanziert werden? Wie hebe ich privates Kapital dafür für Investitionen? Versteigere ich jetzt wirklich Frequenz, dann muss ich das aber auch mal tun und machen. Und von daher bekenne ich hier selbst, es ist wichtig, sich damit zu befassen. Aber ich glaube, wir haben so lange uns mit diesen Formulierungen von Zielen befasst, dass es jetzt der konkreten Umsetzung bedarf, genauso auch bei der Förderung von Start-up-Firmen. In den USA gibt es 20 Milliarden Wagniskapital jährlich, in ganz Europa 4 Milliarden Dollar. Auch das nichts Neues, aber ich glaube, wir sehen einfach, wir haben zu festgefahrene Strukturen und zu wenig Ansätze, mal zu sagen, wie kann man mit Steuerpolitik denn auch diese Start-ups befördern? Man muss nicht immer nur, Herr Müller, Sie haben es gesagt, sofort Geld in die Hand nehmen. Man kann auch mit anderen Weichenstellungen einfach die Anreize geben, auch natürlich mit einer Sicherheitsgesetzgebung. Natürlich ist das wichtig und entscheidend. Und ich habe jetzt ja Sie so verstanden, Sie haben eigentlich vor diesen Meldepflichten nicht so diese Sorge. Sie haben Transparenz, Sie sind da offen. Sonst wird ja im Moment eher von Seiten der Wirtschaft gerade die vorgesehene Meldepflicht kritisiert. Sie soll anonym sein, damit niemand am Pranger steht. Aber ich glaube, ob wir nur mit Statistiken weiterkommen, das sei nochmal dahingestellt. Und seit den Enthüllungen von Edward Snowden ist ja die Bedeutung sicherer Kommunikation zu Recht ein politisches Großthema geworden. Und da sich Regierungen nicht in der Lage sehen, die Nachrichtendienste dieser Welt von dem Zugriff auf private Daten und Kommunikation trotz entgegenstehender Gesetze abzuhalten, sollen sich die Nutzer selbst schützen. Das ist bestimmt ein richtiger Ansatz, kann aber nicht Regierungen aus der Notwendigkeit entlassen, vielleicht wieder gesetzeskonforme Zustände herzustellen. Und wie angesichts der technologischen Übermacht der NSA es gelingen soll, sich als Einzelner vielleicht mit so kleinen Verschlüsselungsprogrammen davor zu schützen, ich glaube, das können nur vielleicht ganz Hochqualifizierte des Chaos Computer Clubs, aber mit Sicherheit ist das keine Antwort für den einzelnen Nutzer. Aber immerhin, in der digitalen Agenda bekommt das BSI, die Bundesnetzagentur, das Bundeskriminalamt jetzt mehr Leute, mehr Personal. Und in dem Zusammenhang muss ich immer denken an das Drama um den Einsatz, vielleicht erinnern Sie sich noch, sogenannter Staatstrojaner, von Unternehmen entwickelt, deren Quellcode
den jeweiligen Stellen, Bundeskriminalamt oder Landeskriminalamt, nicht bekannt war. Von daher wussten sie auch nicht, mit welcher Reichweite sie diese sogenannten Staatstrojaner eingesetzt hatten. Da war natürlich eines sicher, der Rechtsverstoß. Und deshalb weiß ich nicht, ob nur mit wirklich mehr Personal da auch tatsächlich Besserung eintritt. Ich glaube, man muss noch ganz anders inhaltlich einsteigen in das, was an Anforderungen damit verbunden ist. Also wichtige Projekte wieder definiert, aber die Begeisterungsstürme sind ausgeblieben, zu vage, zu ungenau, zu unklar, so Reaktionen aus der Wirtschaft. Und der digitale Vorsprung gegenüber den USA wird mit ein paar hundert Millionen, die man jetzt noch nicht richtig daliegen hat, und etwas mehr Personal wohl nicht aufgeholt werden können. Und zu Industrie 4.0, zu vernetzten Fabriken und Produktionen findet man nichts, obwohl genau das ein Bereich ist, wo, glaube ich, Deutschland und die Europäische Union, aber auch gerade Deutschland im Wettbewerb wieder ganz anders vorne sein kann, gerade mit unserer Industrie, die ja im Vergleich zu anderen europäischen Mitgliedstaaten hier wirklich mit ganz vorne steht und da auch wettbewerbsfähig ist und von daher darauf aufgesetzt werden kann. Sogar Netzpolitiker der Koalitionsfraktion haben ihre Bundesregierung darauf etwas kritisiert, und zwar mit der Zielrichtung, dass über eine Summe von vielen Einzelmaßnahmen das große Ganze aus dem Blick gerate. Das große Ganze, meine Damen und Herren, ja, was ist es denn, das große Ganze? Es ist nicht mehr und nicht weniger als die digitale Revolution, die seit 15 bis 20 Jahren viele Lebensbereiche durchdringt, die mit dem globalen Netz Abschottungspolitiken ausbremst oder erschwert und die beides beinhalten kann. Eine goldene Technologiezukunft mit großem Wachstumspotenzial in Europa, wie aber auch die Einschränkung der Rechte der Nutzer, seine Bevormundung und seine Fremdbestimmung. Ich gehöre sicherlich nicht zu den Kulturpessimisten, die sich in die kuschelige Ecke des Commodore-Computers zurückbeamen lassen wollen. Ich gehöre aber auch nicht zu denen, die in der digitalen Entwicklung einzig und allein die Verheißung der Zukunft sehen, die angeblich alles besser macht und im Einzelnen endlich einmal rechtzeitig vorhersagt, was gut für ihn ist und wie er sich denn am besten verhalten solle. Wie immer geht es darum, diese digitale globale Entwicklung richtig zu gestalten. Und dabei ist schon mit sehr entscheidend, von welchem Menschenbild sich die Akteure, diejenigen, die gestalten können, also Politik und Unternehmen und Wirtschaft, leiten lassen. Soll der einzelne Mensch im Verständnis der Aufklärung selbstbestimmt handeln können, seine Würde im Sinne des Grundgesetzes Artikel 1 unantastbar sein? Welch dumme Frage, ist doch das eigentlich selbstverständlich und eine Verpflichtung, die eben alle angeht? Oder ist das vielleicht gar nicht mehr möglich oder gar nicht mehr gewollt? Der diesjährige Preisträger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, Véron Lenier, der Pionier der virtuellen Realität, hat sowohl Hoffnungen in diese Technologie wie auch Befürchtungen drastisch und auch sehr unterhaltend formuliert. Sind wir uns bewusst, schwarz oder weiß, gut oder böse, totale Zustimmung oder totale Ablehnung sind keine Antworten, sondern die Ausgewogenheit und Berücksichtigung unverzichtbarer Grundwerte. Das ist das Gebot. Und deshalb ist es natürlich ein Menschenbild in Deutschland und in Europa mit dem Grundgesetz und der Europäischen Grundrechtecharta geprägt von Selbstbestimmung, der Achtung des jeweils anderen, unabhängig von Herkunft, von Fähigkeiten, von Glauben, von politischer Überzeugung und Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, wie das Datenschutzgrundrecht 82, das Computergrundrecht 2008 als Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit der informationstechnischen Systeme, sind keine theoretischen Gebilde von so ein paar verkorksten Juristen, sondern haben ganz praktische Bedeutung. Zitat: Der Einzelne ist zur Nutzung der grundsätzlich allen offenstehenden, in der Verfügungsgewalt anderer befindlichen Netze und Systeme zu eigenbestimmten Zwecken befugt und wird insoweit vom Grundrecht geschützt. So formulierte es der ehemalige Verfassungsrichter aus Hamburg, Professor Dr. Wolfgang Hoff-Schnittrin, der sich als eben Autor und Erfinder
dieses Computergrundrechtes ja zu Recht bezeichnet. Aber was ist denn diese Beschreibung, meine Damen und Herren? Was ist das denn anderes als mal juristisch formuliert der Grundgedanke von Open Source? Ich glaube, so hat man das vielleicht noch gar nicht gesehen, aber ich glaube, da kommt viel an gemeinsamer Überzeugung und Denken zusammen. Und natürlich gehört auch diese Entwicklung der Kernbereich privater Lebensgestaltung. Und alle diese Entwicklungen, meine Damen und Herren, gelten natürlich im digitalen Zeitalter. Und deshalb muss man diese Plattitüde immer wieder sagen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, der nur darauf wartet, den Einzelnen seiner Rechte zu entkleiden. Nein, es ist ein Werterahmen vorgegeben, der Entwicklungspotenziale eröffnet und Orientierung gibt. Und deshalb ist das Fundament, das den Staat mit seinen Behörden, aber genauso mittelbare Drittwirkung der Grundrechte Unternehmen bindet. Und dass sich nur fixieren auf den Staat, das macht man natürlich ganz gerne als Politiker, weil man da eher eine Gestaltungsmöglichkeit sieht, ist einseitig und wird natürlich den Herausforderungen durch globale Datengiganten überhaupt nicht gerecht. Denn neben den Geheimdiensten verfügen ja gerade viele dieser IT-Unternehmen, die Bereiche dominieren, über unvorstellbare Datenmengen. Big Data ist zu einem Synonym für gigantische Datenberge und ihre Auswertung geworden. Seit die Wertschöpfung Big Data vor wenigen Jahren zuerst die Fachkreise von Informations- und Kommunikationstechnik eroberte, macht sie dem Wortpaar Cloud Computing sowohl das Interesse des Managements als auch IT-Budgets in Unternehmen streitig. Mit den Enthüllungen von Snowden hat Big Data seit Sommer 2013 auch die öffentliche Debatte erreicht, auch wenn Big Data natürlich nicht ganz neu ist, sondern in militärischen Systemen oder der Raumfahrt seit vielen, vielen Jahren zum täglichen Brot gehört. Aber für die Wirtschaft insgesamt hat Big Data erst in den letzten Jahren richtig an Bedeutung gewonnen. Die schiere Menge der heute verfügbaren Daten wächst mit der extensiven Nutzung des Internets unaufhörlich. Menschen und Geräte, vernetzte Autos, lernende Heizkörper und vieles andere mehr hinterlassen Datenspuren, die gespeichert, verwaltet und wiedergefunden werden sollen. Der wichtigste Aspekt von Big Data betrifft eben gerade die Analyse, Auswertung und Verwertung dieser Daten und damit einhergehend die Fähigkeit, Verhalten des Einzelnen vorhersehbar zu machen und damit vielleicht auch zu manipulieren. Standardisieren, klassifizieren und einordnen aufgrund von Daten und Datenspuren führt zu dem, was Eric Schmidt, der derzeitige Verwaltungsratsvorsitzende von Google, als Fähigkeiten von Google und Gmail bezeichnete. Ich zitiere: Wir wissen, wo du bist, wir wissen, wo du warst, wir können mehr oder weniger wissen, was du gerade denkst. Zitat Ende. Das aber genau ist es, was vielen Menschen Angst macht. Befürchtungen vor Überwachung und Fremdbestimmung befördert. Das Sohn-Stuart-Mill-Institut an der Hochschule Heidelberg kommt nach Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass die Bürger eine diffuse Beunruhigung und Orientierungslosigkeit gegenüber dem Internet empfinden. Online-Händler analysieren das Surfverhalten der Nutzer, E-Mail-Dienste durchsuchen die elektrische Post nach Schlüsselwörtern, soziale Netzwerke beobachten die Aktivitäten ihrer Nutzer, die Firmen lernen, wie ihre Nutzer funktionieren, welche Produkte sie interessieren und damit welche Werbekunden. Und diese diffuse Beunruhigung der Nutzer rührt wohl, so die Untersuchung, gerade daher, dass sie nicht wissen, welche und wie viele Daten sie preisgeben und was damit passiert. Die Antwort kann nicht sein, irgendeinen Stecker zu ziehen, um die Digitalisierung vieler Lebensbereiche rückgängig zu machen. Ging ja auch gar nicht, wäre aber auch der total falsche Ansatz. Nämlich die Verweigerung, sich auf diese technische Innovation einzulassen, und es wäre die Aufgabe des Anspruchs zur Gestaltung. Und diesen Anspruch, diesen trifft die Politik, die Wirtschaft, die Gesellschaft. Diese richtigen Rahmenbedingungen für den fairen Wettbewerb zu setzen, der keine Marktbeherrschung einiger weniger Konzerne zulässt. Und dass die da ist, jetzt mal im untechnischen Sinne gesprochen, nicht im Sinne unseres Kartellrechts, das glaube ich ist schon gegeben, wenn über 90% Marktanteil bei den Suchmaschinen
bei Google in Europa liegt, dann hat man einfach eine dominante Stellung, die wenig Platz für Wettbewerber, und es gibt ja welche, aber ziemlich kleine und nicht gerade intensiv genutzte, lässt. Der Rohstoff dieser digitalen Entwicklung sind die Daten. Sie sind der Rohstoff, wie die Industrie sagt, des 21. Jahrhunderts, zu Recht. Und diese Daten sind die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen, die über die Schlüsseltechnologien zur Datenanalyse und über enorme Kapitalakkumulation verfügen. Ihnen stehen die Träger und Verursacher dieser Daten gegenüber. Millionen Datensubjekte, die nicht zum Objekt der Produktionsverarbeitung ihrer Daten werden dürfen. Sie stellen derzeit bewusst und unbewusst ihre Daten zur Verfügung, erzeugen mit der Nutzung von Suchmaschinen und vielen Dienstleistungen, Online-Shopping, Landkarten, Stadtplänen von Apps, Daten, von denen sie technisch nichts wissen. Dafür nutzen sie kostenlos Dienstleistungen, die sie, wenn man schon beim Leistung-Gegenleistungs-Verhältnis bleibt, mit ihren Daten bezahlen. Daten versus Kapital, Daten versus unternehmerische Leistung und Risikoübernahme, Daten versus Verarbeitung und Weitergabe, Daten versus Überwachung durch den Staat, der auf diese Daten der Unternehmen auf ihren Rechnern zugreift, jedenfalls in den Vereinigten Staaten von Amerika, mit Wissen oder mit Halbwissen oder ohne Wissen der Unternehmen, auf alle Fälle ohne Wissen derjenigen, deren Daten durchsucht und benutzt werden, vorgeblich zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und gegen Terroristen und Kriminelle. Und natürlich, meine Damen und Herren, ist das auch ein Ziel. Aber es rechtfertigt keine anlasslose, total massive, alle Bürgerinnen und Bürger gleichwohl umfassende Kontrolle, indem ihre Daten, die eben auf Rechnern von Konzernen liegen, durchsucht werden oder ihre Kommunikation abgefangen oder mitgehört wird. Unternehmen haben genauso wie staatliche Behörden eine große Verantwortung, denn sie werten ja diese millionenfachen Daten aus. Das Mindeste, was daraus folgt, ist der verantwortungsbewusste Umgang mit diesen Daten, ist die Transparenz der Verwendung dieser Daten. Von daher muss das ja für alle die Open Source befürworten, auch nicht ein Schreckgespenst sein, denn gerade Transparenz ist ja etwas, was ihren Überzeugungen auch zugrunde liegt. Transparenz der Verwendung dieser Daten und vor allen Dingen Verwendung aller technischen Möglichkeiten zum sicheren Umgang und die Zustimmung des Nutzers zur Verwendung seiner Daten, und da sage ich schon mit einer Einschränkung, soweit das auch tatsächlich real möglich ist, und es nützt nichts, eine Einwilligung pauschal in den Raum zu stellen, wenn es am Ende technisch nicht realisierbar ist. Aber es geht natürlich mehr, als wir derzeit haben. Aber es mangelt an Transparenz derzeit. Und die Datenschutzerklärungen bringen nicht unbedingt gerade viel Erhellendes für den Nutzer. Bei Google habe ich mich mal versucht, ein bisschen abzuarbeiten. Aber bei jeder entscheidenden Frage, wenn ich gerne wissen möchte, was denn dann passiert, werden sie an Dritte gegeben, wo werden sie hinverwandt, da stehen dann nur könnte, vielleicht sollte, muss man mal sehen. Also da ist nicht eine richtige, klare Antwort gegeben. Das kann man natürlich deutlich verbessern. Denn wenn der Einzelne weiß, was mit seinen Daten passiert, wird er auch stärkeres Vertrauen zu einem Unternehmen haben. Das wird sein Nutzungsverhalten stark beeinflussen. Und im Moment, jedenfalls so die letzten Informationen, die ich gelesen habe, ist ja eher die Nutzung von Online-Diensten, Online-Banking, anderes mehr, prozentual rückläufig vor dem Hintergrund eben der Beunruhigung, vielleicht München Magen eben der, mögen sagen, der diffusen Ängste. Was passiert denn da und wem eröffne ich den Zugriff? Das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für diese Zusammenhänge wächst langsam, seit Snowden, kontinuierlich. Um mit Yvonne Hofstetter zu sprechen, ich zitiere, während wir wohl ahnen, dass mit Big Data ein epochaler Wandel unserer Gesellschaft eingeläutet ist, können wir heute noch nicht mit Bestimmtheit sagen, wohin uns die Reise in die Zukunft führt. Zitat Ende. Was wollen wir in Deutschland und Europa? Mehr Selbstbestimmung als Fremdbestimmung, eine digitale Entwicklung in Europa, die nicht einseitig von einigen wenigen Monopolisten beherrscht wird, ein Handeln, das nicht von Grundrechtsverstößen geprägt ist, eine Wertschöpfungskette, die die europäische Industrie nicht zur verlängerten Werkbank von Industriegiganten degeneriert. Wir brauchen eine europäische digitale Agenda, die einen europäischen digitalen Wirtschaftsraum schafft, der von Vielfalt geprägt ist,
der auf die Macht der vielen setzt und nicht nur auf die Marktmacht großer Anbieter. Das hat der EU-Kommissionspräsident Juncker in seinem Wahlkampf so formuliert. Und der zukünftige Internetkommissar Günther Oettinger wird an entscheidender Stelle sitzen und mitentscheiden, was Europa den amerikanischen Datenkraken entgegensetzen kann, die seit dem NSA-Skandal eben diesen erheblichen Vertrauensverlust bei den Bürgerinnen und Bürgern erlitten haben. Aber genauso muss er die Frage beantworten, wie die klassischen Unternehmen mit der digitalen Wende umgehen. Industrie 4.0. Er entscheidet über die Zukunft der Automobilindustrie genauso mit wie über Siemens und über Bosch. Welche Standards setzt Europa für die Vernetzung der Automobilindustrie? Wie weit geht die Automatisierung in Fabriken? Wie wird dem europäischen Binnenmarkt für Güter und Dienstleistungen ein weiterer hinzugefügt, der digitale Binnenmarkt? Was kann zur Förderung europäischer Clouds beitragen? Und wird Herr Oettinger als Cloud-Betriebssystem Open-Source-Software befördern? Also ich denke mal, doch mindestens mal eine Forderung, die man ganz deutlich auch von diesem offenen IT-Gipfel an ihn richten sollte. Denn eigentlich, so habe ich auch heute andere Äußerungen verstanden, auch aus anderen Bereichen, von anderen Unternehmen, Open-Source-Software hätte die besten Chancen, zum breiten Standard dann wirklich in Europa entwickelt zu werden, getragen von vielen kleineren und größeren Unternehmen. Lassen Sie mich auf das Menschenbild zurückkommen. Es ist in unseren aufgeklärten Gesellschaften eben geprägt von Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Und es gehört zur digitalen Entwicklung dazu, diese Fähigkeiten ganz eindeutig zu befördern. Medienkompetenz, genauso ein Bereich, steht auch in der digitalen Agenda, muss natürlich sehr früh vermittelt werden. Aber es geht nicht nur um die Techniken der Nutzung des Internets. Das können die Jüngeren viel besser als die, die mühsam an diese Techniken als älteres Semester herangeführt werden. Sondern es geht zu verstehen, was damit für unser tägliches Leben und für die Perspektive für uns Einzelne eben auch verbunden ist. Und deshalb gehört dazu natürlich ganz klar auch die Risiken und Gefährdungen zu benennen. Der mündige Nutzer, nicht der manipulierte Nutzer, soll sich sicher im Netz bewegen und bewusst mit der Preisgabe seiner Informationen umgehen. Und er muss über den technischen Schutz vor Identitätsdiebstahl genauso Bescheid wissen und ihn auch anwenden können. Also ein weites Feld, wo es auch Ansätze natürlich aus der Wirtschaft gibt. Aber allein das reicht auch nicht, meine Damen und Herren. Die richtigen Rahmenbedingungen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte und der persönlichen Daten muss auch der Gesetzgeber auf europäischer Ebene setzen. Nationale Regelungen und davon 28 in Europa sind nicht 28-fache Stärkung von Persönlichkeits- und Datenschutz, sondern eigentlich eher Verunsicherung aller Beteiligten. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung sollte nach über 3 Jahren des Verhandelns zügig verabschiedet werden. Mit dem Marktortprinzip, das besagt, dass europäisches Recht dann Anwendung findet, wenn in der Europäischen Union Dienstleistungen angeboten werden, unabhängig vom Sitz des Unternehmens, wird eben gerade ein Schritt getan, dass dann auch amerikanische Konzerne einem einheitlichen europäischen Datenschutzrecht unterworfen sind. Und das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit, gerade von Unternehmen in Europa. Und es schafft eben stärkere Rechtssicherheit, gerade durch technischen Datenschutz, Privacy by Design, Privacy by Default, natürlich alles bekannt. Aber da würden dazu Grundlagen gelegt, dass eben auch Verpflichtungen bestehen, sie anzuwenden und natürlich auch die Rolle des Einzelnen und seiner Einwilligung ganz klar zu formulieren. Die Einwilligung eben in die Verwendung seiner Daten, soweit das eben geht. Neben vielen Regelungen ist auch in diesem vorliegenden Entwurf entscheidend mitgestaltet durch das Parlament und durch Herrn Albrecht, der ja schon erwähnt wurde als Berichterstatter. Neben vielen anderen ist das Recht auf Vergessen enthalten, das durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs begründet wurde. Und ich bin ja in einem beratenden Gremium bei Google, um
mit anderen 8 Experten aus 8 anderen europäischen Staaten und aus Guatemala zu Empfehlungen zu kommen, wie man denn diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes richtig umsetzt. Und man braucht keine Angst davor zu haben. Weder Angst aus Sicht der Journalisten und der Medien, jetzt würde man eine Zensur und eine Einschränkung der Informations- und Meinungsäußerungsfreiheit einführen, überhaupt nicht. Es geht auch nicht um einen einzigen Inhalt, der gelöscht werden sollte, sondern es geht um das Herausnehmen eines Links aus einer Liste, der von einer Suchmaschine erstellt wird. Und von daher ist es eigentlich so richtig nicht das Recht auf Vergessenwerden, sondern das Recht einer Privatperson, schwerer durch Suchmaschinen wieder auffindbar zu werden. Also, wenn Sie so wollen, auch ein Stück weit eine Chance zu haben, dass alte Kamellen nicht das sind, was mit einem Namen, wenn man namenbasiert recherchiert, dann immer auch ausschließlich verbunden wird. Und deshalb, neben ganz vielen Einzelheiten, mit denen man sich da befassen kann, ist diese Entscheidung aus meiner Sicht schon ganz entscheidend, weil sie das Recht auf Privatheit und den Schutz personenbezogener Daten ausdrücklich stärkt, aber eingeordnet natürlich in die Technik auch von Suchmaschinen. Und es werden keine unerfüllbaren Anforderungen gestellt. Aber ein bisschen überhöht gesagt, es wird damit natürlich den Post-Privacy-Zeitalter-Anhängern eine klare Absage erteilt. Und das, denke ich, ist mal gut, dass das auch mal nicht nur in der politischen Diskussion eine Rolle spielt, sondern auch jetzt noch mal durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs untermauert wird. Die Grenzen zwischen privat und öffentlich verschieben sich. Selbstverständlich. Aber auch Algorithmen und Effizienz von digitalem Networking müssen Datenschutz und Privatsphäre sehr wohl auch achten. Das ist doch auch ein Gebot in unserer Demokratie, den Respekt gegenüber den Menschen, dass sie noch eine gewisse Kontrolle über ihre eigene Geschichte behalten. Nicht mehr und nicht weniger ist das. Und vielleicht noch ein Wort zum Schluss von Lenier. Humanismus und Aufklärung sind eben nicht altbacken und obsolet, sondern müssen im Gegenteil von dem Hintergrund der digitalen Technologie immer wieder begründet worden. Und in diesen auch philosophischen Dimensionen müssen wir denken, wenn wir die Grundlagen für eine erfolgreiche wirtschaftliche digitale Entwicklung in Europa mit effektiven Entscheidungen legen wollen. Und an diesem ganzen Prozess sollte natürlich gerade Open Source Business und natürlich gerade Open Source Business Alliance einen ganz entscheidenden Beitrag leisten. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.